eine Menge G, genauer genommen eine nicht leere Menge G mit einer algebraischen Operation, heißt Gruppe, wenn folgende drei Bedingungen erfüllt sind. Erstens, dass das Assoziativgesetz gilt. Zweitens, dass es ein neutrales Element E gibt. Und drittens, dass es zu jedem Element A ein inverses Element gibt. Dazu drei Bemerkungen. Erstens, dieses neutrale Element ist eindeutig. Warum? Nehmen wir an, wir hätten zwei neutrale Elemente, dann können wir natürlich E1 mal E2 betrachten oder E1 verknüpft mit E2. Und das muss einerseits E2 sein, weil E1 das neutrale Element, ein neutrales Element ist und dazu auch zu E2. Andererseits muss es E1 sein, weil E2 auch ein neutrales Element ist. Also das heißt, E ist eindeutig. Die zweite Bemerkung ist, dass wenn a Quadrat, also a mal a, gleich a ist, dann ist a dieses neutrale Element. Ja, warum? Wenn a mal a gleich a ist, dann können wir natürlich das inverse Element oder ein inverses Element dazu multiplizieren und wir bekommen a' mal a ist gleich a' mal a. Und die linke Seite ist hier, das ist das neutrale Element, das ist die linke Seite gleich a und die rechte Seite gleich dem neutralen Element, also a muss daher das neutrale Element sein. Und die dritte Bemerkung ist, dass auch das inverse Element eindeutig ist. Und für das schreibt man dann übrigens üblicherweise a hoch minus 1. Ja, warum ist das eindeutig? Nehmen wir an, wir hätten zwei inverse Elemente, also a und a, a' und a2', also dann betrachtet man das Element a' vom ersten inversen Element mal a2', und das kann man auf zwei verschiedene Art und Weise in Klammern, also man kann das so klammern oder so. Nun, dann ist das das neutrale Element, ebenso dieses hier, und das zusammen ist dann a2' und das a'. Das heißt, auch das inverse Element, wie gerade behauptet, ist eindeutig bestimmt. Nun komme ich zum eigentlichen Thema, nämlich zu einer Untergruppe. Was ist eine Untergruppe? Wir nehmen also an, wir hätten eine Gruppe und wir hätten eine Teilmenge. Die nennen wir U aus G und dann sollen wir folgende Eigenschaften haben, dass diese Operation auf dieser Untergruppe wieder eine Operation ist. Das heißt, wenn wir zwei Elemente aus U miteinander verknüpfen, dann soll wieder ein Element aus U herauskommen. Und das ist dann das Folgende, das ist eine Untergruppe von falls es wieder eine Gruppe ist. Also und wobei die Operation natürlich die entsprechende Einschränkung ist von G auf U, also deshalb wird hier das gleiche Symbol verwendet. Also insbesondere bedeutet das, wenn A und B in U sind, dann muss natürlich A mal B in U sein. Und offensichtlich muss das ein neutrales Element in U sein, klarerweise, denn es gibt ja immer nur ein eindeutiges neutrales Element und wenn das hier ein neutrales Element ist und auch in der Gruppe selbst, dann müssten diese beiden dasselbe sein, wie wir vorher bemerkt haben. Und drittens natürlich, wenn ein Element in U ist, dann muss auch das inverse Element in U sein. So kann man natürlich nachprüfen, ob eine Teilmenge von einer Gruppe eine Untergruppe ist. Beispiele dazu gibt es natürlich, wenn wir zum Beispiel die geraden Zahlen nehmen, also 2z, das sind also die geraden Zahlen. Mit der Addition
dann bilden die eine Untergruppe von den ganzen Zahlen mit Plus. Denn man benutzt hier als Symbol die Schreibweise U ist kleiner gleich G, oder man schreibt auch U kleiner gleich G, falls U Untergruppe ist. Ja, andere Beispiele sind etwa die positiven rationalen Zahlen mit der Multiplikation. Die bilden natürlich eine Untergruppe von den rationalen Zahlen ungleich 0 mit der Multiplikation. Oder ganz simpel, wenn man nur das neutrale Element nimmt, dann ist das immer eine Untergruppe jeder Gruppe, der das neutrale Element für sich genommen bildet eine Untergruppe, und natürlich die gesamte Gruppe ist auch eine Untergruppe. Das heißt, man hat hier sogenannte triviale Untergruppen, die es immer gibt. Ein anderes Beispiel, wenn man die S3 betrachtet, also die Menge aller Permutationen von drei Elementen, dann könnte man zum Beispiel hier die identische Permutation nehmen, das neutrale Element, und zum Beispiel jene Permutation, wo 3 und 2 vertauscht werden. Diese zwei Elemente zusammen bilden eine Untergruppe von der symmetrischen Gruppe. Hier in diesem Beispiel fällt auf, dass diese Untergruppe zwei Elemente hat, von einer Gruppe, die 6 Elemente hat. Man findet auch Untergruppen mit 3 Elementen, also zum Beispiel die Untergruppe, also es geht eigentlich genau eine Untergruppe mit den zwei Drehungen und plus minus 120 Grad, wenn man das Dreieck denkt, oder die zwei zyklischen Vertauschungen und die Identität, das sind drei Elemente. Aber man findet zum Beispiel keine Untergruppe mit 4 oder 5 Elementen. Und das hat Methode, denn es gilt der folgende Satz: Wenn U eine Untergruppe einer Gruppe G ist und G endlich, dann ist die Anzahl der Elemente in U ein Teiler von der Anzahl Elementen in G. Und das kann man relativ einfach einsehen, indem man die sogenannten Linksnebenklassen, man könnte auch die Rechtsnebenklassen betrachtet. A-Ring U, das sind also alle Elemente der Form A mal U, wo U über U variiert. Und dann beobachtet man, dass zunächst einmal diese Linksnebenklassen alle gleich mächtig sind. Das ist ganz klar, denn die Zuordnung X wird zugeordnet auf B mal A hoch minus 1 mal X, ist jetzt eine Bijektion zwischen diesen beiden Mengen, daher müssen sie gleich mächtig sein. Außerdem gilt, wenn A Ring U und B Ring U einen gemeinsamen Schnitt haben, dann sind sie gleich. Ja, das ist klar, wenn man so ein Element hat, das da in beiden liegt, also das ist zum Beispiel A Ring U1 gleich B Ring U2, dann kann man A darstellen als B mal U2 mal U1 hoch minus 1. Das heißt, A ist in B Ring U enthalten, daher A Ring U auch insgesamt in B Ring U, und auch umgekehrt, indem man das umdreht. Also insgesamt folgt aus diesen beiden Eigenschaften, dass die Linksnebenklassen eine Partition bilden. Also hier, die bilden eine Partition. Addition gleich großer Mengen. Und eine spezielle Linksnebenklasse ist natürlich E-Ring U, das ist U selbst. Das heißt, eine dieser Klassen ist die Untergruppe selbst. Daher
muss die Anzahl der Elemente von O ein Teiler der Anzahl der Elemente von G sein. Das hat eine wichtige Folgerung, nämlich, wenn die Anzahl der Elemente einer Gruppe eine Primzahl ist, dann sind nur E und die Gruppe G die einzigen Untergruppen. Das ist klar, denn die einzigen Primteiler von einer Primzahl ist 1 und P selbst, also gibt es nicht keine anderen Untergruppen von G, weil ja die Anzahl ein Teiler sein muss von dieser Primzahl. Und außerdem ist dann G zyklisch und kommutativ. Das erste haben wir uns überlegt, warum ist es jetzt auch immer zyklisch? Naja, da betrachtet man ein Element A ungleich dem neutralen Element und dann betrachtet man die Elemente A, A mal A, also A Quadrat, A der dritten und so weiter, bis einmal A hoch K das neutrale Element ergibt. Man überlegt sich leicht, dass diese Situation immer eintreten muss, eine einfache Schubfachschlussüberlegung. Diese Struktur ist eine Untergruppe, trivialerweise von G, aber diese Untergruppe ist nicht nur das neutrale Element, da A ungleich E ist, daher muss U die ganze Gruppe G sein, das heißt G ist zyklisch und damit auch kommutativ.